Das Beste, was ich je getan habe, war an mich selbst zu glauben. Hör auf zu träumen, fang an zu leben. Liebe Vergangenheit, danke für all deine Erkenntnisse. Liebe Zukunft, ich bin bereit. Geh da raus und mach dein Ding. Lass dir nichts einreden, lass dich nicht kleinreden. Das hier ist dein Leben. Wachstum ist schmerzhaft, Veränderungen sind schmerzhaft. Aber nichts ist schlimmer, als dort zu bleiben, wo du nicht hingehörst. Sei so, wie du bist und nicht, wie die Welt dich gerne haben möchte. Es ist mir egal, wenn du nicht perfekt bist. Sei einfach loyal. Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, dass es in Ordnung ist, ein Leben zu führen, welches andere nicht verstehen. Lass die Dinge kommen und gehen. Was dafür bestimmt ist zu bleiben, wird auch bleiben. Du musst dich durch einige schlechte Tage kämpfen, um die besten Tage deines Lebens zu erreichen. Du kannst niemanden zwingen, sich Zeit für dich zu nehmen. Wenn du jemandem wichtig bist, wird er einen Weg finden. Glücklich sein bedeutet nicht, von allem das Beste zu haben, sondern aus allem das Beste zu machen. Gib das, was dir wichtig ist, nicht auf, nur weil es nicht einfach ist. Jage nicht nach Geld, Liebe oder Erfolg. Konzentriere dich auf deine persönliche Entwicklung und all diese Dinge werden dich jagen. Ich belohne Loyalität mit Loyalität und Illoyalität mit Abstand. Unterschätze mich nicht. Ich weiß mehr, als ich sage, ich mache mehr, als ich zeige und ich bemerke mehr, als du denkst. Eines Tages wirst du all das erreicht haben, wofür du heute kämpfst. Worte sagen, wie jemand gerne wäre. Taten zeigen, wie jemand wirklich ist. Wenn du ein guter Mensch bist, dann verlierst du keine Menschen, sondern sie verlieren dich. Fang an, etwas zu wagen, sonst wirst du dich dein ganzes Leben fragen, was wäre gewesen, wenn. Gib nicht auf, der Anfang ist am härtesten. Ich bin so damit beschäftigt, mich selbst zu verbessern, dass ich keine Zeit mehr habe, um andere zu kritisieren. Verbringe deine Zeit mit Menschen, die dir gut tun. Tu Dinge, die du schon immer tun wolltest. Gestehe Menschen, die du liebst, deine Liebe, bevor es für all das zu spät ist. Irgendjemand ist immer intelligenter. Irgendjemand ist immer hübscher. Irgendjemand ist immer jünger. Aber niemand ist so wie du. Was wäre, wenn alles, was du gerade durchmachst, dich lediglich auf das vorbereitet, was du dir am sehnlichsten wünschst? Verschwende deine Zeit nicht damit, dich zu erklären. Menschen hören nur das, was sie hören wollen. Lügen gleichen einem Kartenhaus. Jede Lüge fügt eine Karte hinzu und erhöht den Druck, bis der kleinste Fehler alles zum Einsturz bringt. Es ist ein großer Unterschied, ob du spielst, um nicht zu verlieren, oder ob du spielst, um zu gewinnen. Nenn mich altmodisch, doch für mich zählen Werte namens Respekt, Liebe, Ehrlichkeit und Loyalität. Manchmal ist die beste Therapie eine lange Autofahrt mit guter Musik und guter Gesellschaft. Der eine heiratet mit 20, doch lässt sich mit 25 scheiden, der andere ist ständig Single, doch findet mit 30 die große Liebe. Der eine wird mit 23 Millionär, der andere mit 21 Mutter. Jeder hat seinen Rhythmus. Du bist weder zu spät noch zu früh. Du bist genau richtig. Dein Leben liegt in deiner Hand. Mit jeder Entscheidung lenkst du es in eine andere Richtung. Es liegt an dir, welche Entscheidung du triffst. Wir brechen, wir fallen, wir scheitern. Doch danach heilen wir, fliegen wir, gewinnen wir. Die beste Rache ist keine Rache. Bleib ruhig, geh deinen Weg und antworte mit Erfolg. Damit ärgerst du sie am meisten. Sie sehen nicht, dass du von morgens bis abends an deinen Zielen arbeitest und nennen es dann Glück, wenn du sie erreichst. Wenn du eine schwere Phase durchmachst und dich fragst, wo Gott ist, dann denk dran, dass ein Lehrer bei der Prüfung schweigt. Arbeite für dein Ziel, nicht für deren Applaus. Lebe dein Leben, um es auszunutzen, statt um andere zu beeindrucken. Versuche nicht, bei deiner Anwesenheit aufzufallen, sondern bei deiner Abwesenheit vermisst zu werden. Der Weg, den du alleine gehst, ist zwar der härteste, doch er macht dich auch am stärksten. Besitze die Reife, einem Menschen zu verzeihen, aber nicht die Dummheit, ihm nochmal zu vertrauen. Höre niemals auf, daran zu glauben. Höre niemals auf, es zu versuchen. Höre niemals auf all die Zweifler. Dein Tag wird kommen. Pass auf, was du tolerierst. Damit zeigst du den Leuten, wie sie dich behandeln dürfen. Jeder Mensch da draußen hat seine eigene Geschichte und du weißt nicht, was dein Gegenüber gerade durchmacht. Sei freundlich. Immer. Ich habe noch keine reiche Person gesehen, die niemals Geld verloren hat. Ich habe noch keine erfolgreiche Person gesehen, die noch niemals gescheitert ist. Ich habe noch keine verliebte Person gesehen, die niemals Liebeskummer hatte. Also, Schmerz gehört dazu, er hilft dir zu wachsen. Vor einem Jahr war alles anders. Heute schaue ich zurück und realisiere, was ein Jahr mit einer Person machen kann. Suche nicht tausend Gründe, warum du scheitern könntest, sondern finde den einen Grund, warum du es schaffen wirst.
Es war hart, sogar verdammt hart, doch heute schaue ich zurück und bin dankbar, dass ich durchgehalten habe. Du musst lernen, allein im Leben klarzukommen, weil nicht immer jemand da sein wird, der dir hilft. Steh an deinen schlimmsten Tagen auf und gib dein Bestes. Du wirst zu einer Legende.